Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Outlaws. Ja, ich musste gerade meine Controller nochmal anbringen. Ich konnte sie nicht bewegen. So, und jetzt. Aber haben wir das nicht schon gemacht im letzten Part? Wahrscheinlich der Speicherpunkt, ne? Okay. Dann weiter. Brechen die Festung ein. Brechen in die Festung ein. Na toll. Um was zu tun. Ach ja, wir wollen ankämpfen. Oh je. Okay. Kamera, willst du auch ein bisschen mitspielen? Danke. Ja. Danke. Lass ich fahren. So. Hört das auch auf? Oder gibt es irgendwie eine Mechanik, wo ich das ausmachen kann? Ich muss nach oben, ne? Müssen wir das mal bringen? Willst du das haben, Mix? Also gut. Geht's hier weiter? Und dann? Ah ja, ich sehe schon. Das hat mir nichts gebracht. Da, halt das mal. Gut. Und jetzt kommen wir da runter? Nein. Lass mich mal kurz. Kamera. Ach, ich dachte, hier kann man aufschießen. Wie kommen wir denn da rüber? Können wir darüber springen? Kann nicht speichern. Toll. Ach, können wir ja, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon Angst. Das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. Ach so, wir sollten. Detonator platziert. Banja, mit dem Ballert das Schiff. Jawohl, ja.
Okay. Das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Sente Gönnt, Herr Tagor. Ach, nur für dich, Ank. Ist der Weg frei? Der Joker. Ist frei. Dann rücken wir vor. Du schaltest die Geschütze aus. Bring sie ab, Nix. Okay, fertig mit lustig. Moment mal. War da noch was? Ist jemand in der Nähe? Nein. Es kam mir in der Nähe. Ich weiß nicht. War das so richtig? Hier ist auf jeden Fall was zum Looten. Sind wir voll da? Sind wir da runter? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Lass mich doch mal gucken. Ja, ja, ich denke, wir müssen da irgendwo runterspringen. Aber hier ist auch etwas. Ist hier jemand? Holen kannst du das nicht, ne? Hey, schleich mal rüber und hol das. Ach doch. Guter Junge. Guter Junge. Was siehst du? Ich sehe ganz viele vernetzte Kabel und so. Sollen wir hier runter schlüpfen? Siehst du was? Da ist auch noch was. Ja, komm, gehen wir hier runter. Ist hier jemand? Ist jetzt nicht. Komm, kannst du dich da dran springen? Doch, da. Nicht hoch. Nur das wollte ich haben. Okay. Hier noch was? Ah, da ist ein Luftschacht. Jetzt aber gucke ich erstmal. Hier ging es nicht weiter, ne? Ja, es wird mir gezeigt, hier, Fall nach oben. Ich weiß schon. Okay, dann müssen wir da hoch. Ja, sein können, dass wir da durchkommen. Okay, dann nicht. Weiter. Wow. Alles klar, Nix. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Was? Kein Alarm? Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut. Wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Oh, die kaputt. Was ist los? Warum gehen wir nicht?
Nö, bist du so nicht. Der läuft hier hin und her, dann lass ich ihn nochmal. Das ist ein Roter. Naja, wenn er deine Ecke ist, glaube ich, ist es ganz gut. Uns den Huren. Lauf zurück. Gut. Soweit, so gut. Moment. Und jetzt? Siehst du was? Geht klar. Boah, sind da viele. Das kann lustig werden. Was siehst du? Ja, dass da einer steht, sehe ich. Natürlich wäre es noch spannender, wenn man hier... Aber ihr wisst, ich bin zu blöd mit diesen. Siehst du was? Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten. Haben wir das nicht? Hast du was kleiner? Ah, da. Ist hier jemand? Ist das nur der eine da? Nur der? Nee, nur der. Die Geräusche, die hören sich an wie die The Last of Us, diese Viecher. Also. Ist hier jemand? Da oben. Nein, ich will nicht den Rotz.
will nicht den Rotz. Kann ich den wieder fallen lassen? Danke. Da oben ist etwas. Kann ich ihr nicht sagen? Geh mal da hoch. Wieso geht das nicht? Ist jemand in der Nähe? Das da. Ich kann sie nicht dahin schicken, dass sie mir das auffällt. Nein, lass die Scheiße liegen. Was ist das? Aktivieren. Psst, nix. Drück den Knopf. Oh, danke, nix. Okay. Ich nehme alles mit, ja? Ihr wisst ja Bescheid. Natürlich könnte man sich das Knacken schwerer machen. Aber ihr wisst, ich bin zu blöd dafür. Luftschacht ist kaputt. Das heißt, wir klettern da hoch. Und dann frage ich mich, wofür? Siehst du was? Ist es jetzt aus? Hast du was kleiner? Nein. Muss ich selber da hochklettern? Und das muss geöffnet werden, oder nicht? Da. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich müssen wir selber hoch. Wieso kann ich hier hochklettern? Und darüber. Rolltür offen. Halt das, ganz leise. Okay, Konsole hacken. Ja, dann hacken wir mal eine Runde. Die Geschütze sind aus.
Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ich verzieh mich dann mal. Funky, who was that cut of kids? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber we have us geschadet. A team of powder. Mino bata wama no naga. Ist gut. Bin auf dem Weg. Ich hab nicht zugehört. Ich meine, ich hab auch nicht gelesen. Spreng dich, Bo. Das ist übel nix. Ach, bei ihm brauche ich das hier. Geh mal hin. Nix. Ach, diese ich hasse Spinnen. Hey, Kid. Didi Venda Dodubla. Was ist los? Die Tiste Creme den Dorn Bollert halt der Kriotippe. Die Tinker Jamos der Bola Mucha Jaboli. Ich weiß nicht mal, was das ist. Da Shigali Pogua. Tisa, Ginopa Grabe Krisk. Bata, Creme den Dorn Trick Miki Yuna. Jamos der Bola Jaboli, Tagraba Chinka Tijahiv. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Nutis noba apata chupuno. So apata mucha ja esiga andoba. Kirsa horko gobas che je. Bata jilven da hilta kid. Ubanaga je. Tisa kava. Schon gut, schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Hört mal auf. Reiche Kryo. Ich muss niesen. Ich hab doch Alarm abgestellt, oder nicht? Ich hab's doch abgestellt. Nix. Eine Falle dran, jetzt wenn noch jemand dran geht. Alles klar. Okay. Erstmal umgucken, ne? Und die doch kämpfen, ist nicht mein Krieg. Ist doch gar nicht wohin, ich bleib da einen Tag. Was siehst du? Ja, hier entlang. Okay. Gut ist für uns. Okay. So. Jetzt kannst du es mitnehmen. Ist da was? Ja, eine Kiste. Sehr schön. Tasche, Vorschlaghammer.
Okay. Wie mache ich das? Abbrechen. Jetzt kommt der. Wie war das? Blöde Roboter wieder. Ja, ich habe vergessen. Was muss ich drücken, wenn ich die markieren will? Hab's vergessen. Sie dringt hier ein. Achtung, nix. Wir schaffen das! Bin hier! Wir Mit B markieren. Ach, abbrechen. Markieren, ne? Ich kann nicht markieren. Ja, Crimson Dawn hat irgendwas vor. Die Königin ist im Thronsaal eingesperrt. Jetzt musst du mir nur noch den Urstrang bringen. Na gut, dann los. Und wie mache ich das? Er ist in die Brutvorrichtung eingebettet. Hol ihn einfach raus und dann ihn hier. Noch er? Was wird das, wenn's das war's. Okay, ich bin voll. Urstrang. Und das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Song Timbo. Kanago. Kusakapatatin Lordajahi. Ich meine, im Augenblick halte ich es. Haha, Nomaje. Obanobatanagasu. Wieso nicht?
Ich bin gerade am gucken, wo müssen wir jetzt entlang? Nee. Ah, okay, wir können. Oh, danke. Die Spinnenweben. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Oh mein Gott. Hey, Andy 5. Anke ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich hab nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Farrick. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle nutzen Leute aus. Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ankh da rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Er sagt, nicht auf Kira verlassen. Okay. Dann verlasse ich mich nicht auf sie. Das ist was zum Guten. Ich meine ja nur, wenn wir schon mal hier sind. Riechst du was, Nix? Ja, eine Kiste. Okay. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Ja, wen geben wir den? Crimson Dawn? Scheiß nur drauf. Ashiga Clan werden wir dann ausgezeichnet. Ich würde gerne Ashiga Clan nehmen. Weil es hat jetzt nichts mit Crimson Dawn und Kokage zu tun, aber die Tochter tötet ihre eigene Mutter. Okay, dass sie mit dem Imperium zusammenarbeitet, ist auch scheiße. Ich kenne mich nicht mehr mit Star Wars so gut aus. Tut mir leid. Ich weiß nur, Imperium war immer der Böse. Aber mit Crimson Dawn... Nee, nee, nee. Vor allen Dingen, ich sollte mich wegen Kira in Acht nehmen, hat ND5 gesagt. Ich gebe mir. Tut mir leid, Krisk. Crimson Dawn hat dich von Anfang an nur benutzt. Wir alle sind Ashiga-Clan ein Geschenk. Lass den Wasser sein, Nicht! Ja. Ich weiß nicht, aber es war jetzt meine Entscheidung. Die anderen Spieler, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob es wen sie gegeben haben. Ich weiß. Die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung.
Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermilion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Toll. Abgeschlossen. Wir wurden einige Sachen für dich abgegeben. Ist gut. Neue Ausstattung. Nein. Fänger den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden erhöht die erhaltene Menge an Adrenalin, wenn dir du Schaden erleidest. Einmal. Güte, Kimi, du kannst mehr Backer tragen. Okay. Alles andere interessiert mich nicht. Okay. Habe ich alles set? Oh, die Kleine hat auch was Neues. Hier, ein Schal. Warm Schal. Ist so kalt hier. Und Essen hast du auch. Jetzt kann mehrere Gegner gleich ablenken. Nee, das gefällt mir besser. Granaten wegkicken. Okay. Nee, Ausrüstung, da war noch was. Hier. Wappen des Ashiga-Clan. Ein kleiner Teil deiner Gesundheit wird wieder hergestellt, wenn du im Nahkampf mit jemandem oder einen Abschlussangriff einführst. Nee, mir gefällt das besser. Okay. Werkzeuge. Ein Gerät zum Auslesen von Holodisk mit Holokarten. Es sind außerdem Signale aus, die zu versteckten Miyuki, Tresoren und Schmugglerlagern führen. Inventar. Wertgegenstände. Was ist das? Achso, meine Kredits. Oh, so viel haben wir. Gut. Wow, schick. Jetzt wird uns nicht mehr so kalt, meine ich. Aber wir haben hier Angstblasterverbesserung. Module. Power. Ein improvisierter Power-Modul-Konfiguration, die einen schweren Plasmaschussabfall anschlagen, explodiert. Ah, sehr schön. Oh, und dann gibt's noch was. Sehr gut. Okay. Meine Gute. Du bist der Bata. Schon eingelebt, Ank? Tagua. Bata Japuno, dies Twama Paku Fupudo. Tja, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Oh, no, Bata Tinka. Chija Man die Five. Oh, das ist gut. Wie hat er denn vor, dafür zu bezahlen? Kajijama, nur warte, Tinka, warte so. Hieß nun mal so gut. Okay. Gut, aber wir haben hier noch ein paar Sachen zu erledigen.
glaube ich. Wir gucken mal, ja? Der Söldner, genau. Ach, das ist ein Weltall. Oh, bleib doch mal da. Gelegenheiten. Hat er noch über einen Auftrag des Ashiga-Clans in Hololuk der Bahnbrech hinterlassen. Machen wir das doch. Es war in unserem Wohnzimmer. Hier. Danke, hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay. Hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Die Mittlerin. Mit Ankh an Bord sind wir einen Schritt näher, dieses Todesmal loszuwerden. Jetzt aber. Schick. Als Platz von Dings. Von nix. Oh, der Kleiderschrank hat sich gefüllt. Okay, raus hier. Kane? Nein. Jalen sagt, er würde gern mit dir per Holo im Cockpit reden. Ist gut, danke. Jalen. Hey. ND5 sagte, du hattest Schwierigkeiten auf Gijimi. Ja, wir haben Ankh, aber es war chaotisch. Das hätte ich besser machen können. Du bist nicht die Erste, die von Crimson Dawn getäuscht wurde. Kira rüttelt die ganze Unterwelt auf. Wir müssen nach vorne blicken. Ja, stimmt. Okay. Gute Arbeit da draußen. Okay. Können wir jetzt raus? Danke. Hier sind immer ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Es ist nicht, wie es aussieht. Hey, was ist hier los? Das geht dich nichts an. Bitte. Ich arbeite Tag und Nacht. Das ist die reinste Schinderei. Ich werde nie all meine Schulden abarbeiten können. Ich will doch nur nach Hause. Hey, beruhig dich. Niemand verdient genug, um die Schulden je bezahlen zu können. Und wie lautet dein Vorschlag? Lass sie doch einfach laufen. Oder willst du hier den ganzen Tag rumstehen? Oder sie erschießen? Aber sowas gibt doch nur Ärger. Diese Arbeiterin hat Schulden beim Clan. Und die müssen bezahlt werden. Na schön, ich erledige das. Steck den Blaster weg. Danke. Und? Wie viel habe ich bezahlt? Keine Ahnung. Meter, da unten ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Und du? Ich habe keine Probleme.
Na, vielleicht bringt es uns ja noch was, im Moment hier zu bleiben. Dart, Subterra-Agent von Crimson Dawn, hat Kay angeheuert, ein Schiff der Pikes im Kijimi-Nebel zu finden. Toin. Das neue Toshara. Ah, da kommen wir jetzt mal ein bisschen hin auch wieder. Aber... machen das erstmal. Tresoro. Kijimi. Ja. Haben wir das schon? Krisk. Der Ashiga-Clan bewahrt seine wertvollen Waren in einem gesicherten Tresor in seinem Viertel auf. Kijimi auf. Es sind 3 Schlüsselkarten nötig, um ihn zu öffnen. Haben wir das nicht auch schon? So, wo war denn jetzt der Kijimi-Clan? Dingser Bumster. Ich würde gerne mit den Spike-Clan ein bisschen gut werden noch. Auf ausgezeichnet. Ja, willst du dein Glück versuchen? Ich kann kein Konya. Und ich bin aus der Übung. Du bist die beste Sabak-Spielerin von uns allen. Meine Kredits hast du zumindest eingesteckt. Weil dann sonst sind sie zu sauer auf uns und das bringt halt dann auch nichts mehr. Aber ich habe nichts getan. Wir hatten noch nie eine Inspektion. Was ist denn das Problem? Du erhältst eine Genehmigung, weiter illegale Waren zu verkaufen. Im Gegenzug bekommt der Ashiga-Clan einen Teil deines Profits. Ah, darum geht es hier also. Ihr wollt einen Anteil. Wie viel? Der Clan wäre mit 20% Provision einverstanden. 20? Aber ich mache sowieso kaum Gewinn. Das ist ein hübscher Blaster. Wir betrachten ihn als Spende an den Clan. Zum Dank dafür, dass du im Geschäft bleiben darfst. Ja, natürlich. Was immer ihr wollt. Es gibt ein Gesetz in der Galaxis, das überall gilt. Die Großen schubsen die Kleinen herum. Oh, ich kam hierher, um all dem zu entkommen. Aber offenbar gibt's hier auch Große und Kleine. Jetzt fehlen mir die Kredits für den Blaster, den die Ashiga mitgenommen haben. Oh, das kenne ich. Wo ich herkomme, lief es genauso. Und wie bist du auf Kijimi gelandet? Das ist, eine lange Geschichte. Und du? Kurze Geschichte. Meine Mutter, die Fatire und mehr Schulden, als ich im Leben abarbeiten könnte. Und jetzt stecke ich noch viel tiefer in der Klemme. Hey, wenn du mir da raushilfst, kann ich dich zwar nicht bezahlen, aber ich gebe dir Rabatt in meinem Laden. Na klar. Klar. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Das sollte für den Blaster reichen, den die Ashiga mitgenommen haben. 1000 Dank. Wann immer du zu mir kommst, kriegst du alles zum Einkaufspreis. Gut. Viel Glück da draußen. Warte, jetzt Hannen. Ich habe alles, was du brauchst. Jetzt habe ich die Jacke schon. Bringe den durch Blast und... ja, habe ich schon. Schiffskomputer, Hardware. Haben wir, glaube ich, auch schon. Das ist sehr gut. Ach komm, nehmen wir das auch mal. Ich habe ja noch genug gehört. Anfragen. Ja, okay. Parole Klappe halten, ja? Genau. So. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir werden es schon finden. Irgendwo ist der. Das
Fusionsschneider. Ja, kannst du mir mal deinen Fusionsschneider leihen? Na dann lass mal hören. Ja, lass mal hören. Jawohl. Hier waren wir schon. Aber kommen wir hier irgendwo hin? Wohin wollen? Hätte ja sein können, ne? Ich wieder. Nee. Okay, da raus. So. Nein. Die Königin schickt Patrouillen. Das Zeug muss von hier verschwinden. Du warst dir unnötig Sorgen. Was ist hier los? Na, das ist nicht mehr mein Problem. Naja, ich habe ein Lagerhaus, das ich vermiete. Jetzt stellt sich raus, dass mein Mieter dort Waffen für Crimson Dawn gelagert hat. Autsch, das wird den Ashiga nicht gefallen. Genau. Ich bin so gut wie tot, wenn sie mich erwischen. Ich muss das Zeug wegschaffen. Wenn's geht, runter vom Planeten, ohne erwischt zu werden. Tja, du hast Glück. Ich transportiere illegale Waren, ohne dass es jemand mitbekommt. Ist aber nicht umsonst. Wirklich? Ich könnte dir ein paar Blasterteile von meinem Mieter anbieten. Aber du müsstest die Überwachungskameras am Lagerhaus ausschalten. Schaffst du das? Kein Problem. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Seht ihr da? Da kommen noch ein paar Quests hinzu. Aber ich will jetzt erstmal. Zu den kleinen Dingen hin. Hallo? Du siehst aus, als würdest du etwas suchen. Hi. Vielleicht. Ja. Man sieht sich. Ja. Okay. Ich weiß nicht, warum ich hier hochgehe, aber ich gehe mal. Ach. Crimson Dawn Viertel. Nee, hier wollen wir nicht hin. Wir wollen zum Ashiga Clan Viertel. Können wir mal auf die Karte gucken. Also hier irgendwo. Unterm Radar. Ah, okay, da ist auch das Lagerhaus. Straße Kijing Raumhafen, Straße der Königin. Ja, da laufen wir schon ein bisschen richtig. Könnte sein, dass wir hier den Tresor finden. Diebesfeld. Das Domak-Refektorum. Eine Anfrage verfügbar. Gehen wir mal rüber. Willst du dein Glück versuchen? Ich kann kein Konya. Und ich bin aus der Übung. Du bist die beste Sabak-Spielerin von uns allen. Meine Kredits hast du zumindest eingesteckt. Ich sollte den Bericht abschicken. Ich habe schon wieder vergessen, mir was zu essen mitzubringen. Ich
So, hier gibt's was. Okay. Nee, aber hier, guck. Gut. Dann gebe ich dir keine. Ciao. Die möchte mich dann liebend gern den anderen geben. So. Lass uns mal auf die Karte schauen. Was heißt Crimson Dawn führt? Ich meine hier, wo wir... Irgendwo hier. Aber normalerweise gibt es doch so ein Zeichen von wegen Tresor. Spieltisch. Also haben wir verschiedene Seiten im Gegenstand im Angebot. Soldo Lorak. Warum nicht gerade bei ihr? Das ist doch Soldo Lorak, oder? Ich muss mal gucken. Wie heißt sie? Ich dachte mir, dass du zurückkommst. Neva Yarano. Nee, war. Nee, das ist das nicht. Mal. Ja, tschüss. Ist das eine Schmugglerin? Ich war hier auch schon 100 Mal drin. Ja, ja. Bleib versteckt, ja? Ich hab hier was für dich. Wow. Es gibt ein Gesetz in der Galaxis, das überall. Ja, das haben wir schon. Großen. Oh, ich kann. Oh, das kenne ich. Und wie bist du? Kurze Geschichte. Tausend Dank. Gut. Das bleibt aber unter uns, ja? Ah. Mir fehlt aber noch Henku-Wolle. Alles klar. Alles klar, ciao. Jo. Das war der. Okay. So in Kijimi-Stadt. Raumhafen. Schuma ist da. Also... Ich bin der Meinung, wir haben es schon. Ich weiß es nicht. Aber wir machen mal eine Schnellreise hierhin. Ach, sie geht da nicht mehr rein.
alles zerstört und kaputt. Wie kommen wir denn da hoch? Weil da ein Fragezeichen ist, deswegen frage ich. Okay, hier ist nichts. Naja, was soll's? Kann man nichts machen. Oh. Da ist noch was zu mitnehmen. Na, geht doch. Siehst du was? Ich glaube, hier unten ist der Tresor. Auf, schnell. Gut, dann los. Okay. Ist jemand in der Nähe? Ja, da steht einer. Hast du was, Kleiner? Hecken. Okay. Jawohl. Okay. Was siehst du? Circa Tresor am Schlüssel. Wir brauchten den noch. Es sind drei Schlüsselkarten notwendig. Er hat ihre Schlüsselkarte hinter einem versperrten Türen nahe dem Gleitertor zurückgelassen. Da, wo wir auch sowieso hin müssen. Okay. Dann brauchen wir uns erstmal nicht um die Kamera kümmern. Ist jemand in der Nähe?
machst du denn? Okay. Wo ist der Ausgang? Ach, hier dürfen wir entlang laufen. Straße König. Im Diebesviertel müssen wir hin. Okay. Nein. Sei gegrüßt, Außenseiterin. Ja, es hat auch gegrüßt. Ach, schon wieder? Einer richtig. Aha, kann man zurücksetzen? Okay, zwei sind schon mal richtig. Mein Gott. Dann du als erstes, dann das. Oh. Ja, ich hab's. Gut. Aber hier ist doch nichts. Komm ich nur? Ich muss. Na schade, man kommt da irgendwie nicht durchs Klettern hoch, ne? Na egal. Müssen halt hier runterlaufen. Ins Diebesviertel. Machen wir es das und dann im nächsten Part würde ich aber vorschlagen. Ich gucke auf die Uhr. Ja, im nächsten Part machen wir dann das mit dem. Das Sache da. Was hast du gefunden? Das können wir schon. Was hast du gefunden, Nix? Ah, da ist eine Tür. Hier irgendwo. Was hast du gefunden? Riechst du was, Nix? Ja, ich rieche auch was, aber die Haupt. Es ist da, aber. Ist da was? Hey, Nix, schnapp dir die Karte. Wo ist denn die Karte da oben? Okay. Ach so.
Okay. Gut. Haben wir. Das ist das Lagerhaus. Dann schalte ich mal das Sicherheitssystem aus. Ja, aber nicht mehr in diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, immer würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part kümmern wir uns um das Lagerhaus und dann natürlich um den Tresorraum. Wir müssen schauen, dass wir dann eine Schnellreise irgendwie in die Nähe dann machen. Ja, also bis dahin. Adios.